Unterwegs mit einem Facharzt für Nächstenliebe. Der Dortmunder Mediziner Jens Feigl behandelt Wohnungslose und Menschen in Not. Täglich sieht er das Elend auf den Straßen der Nordstadt. Etwas anderes als zu helfen, kam für den gläubigen Christen nie in Frage. Medizin wollte ich schon immer machen. Früher habe ich immer gedacht, so Asien oder Afrika. Aber mittlerweile brauche ich dafür gar nicht mehr weit wegzufahren. Hier in Deutschland gibt es halt Parallelgesellschaften, die ich vorher auch gar nicht so gekannt habe. Eine seiner Sprechstunden hält Feigl in einem Kiosk am Nordmarkt. Jeder ist willkommen, niemand wird abgewiesen. Es ist eine Anlaufstelle für all jene, die sonst vor verschlossenen Türen stehen. Rund ein Drittel seiner Patienten kommt mittlerweile aus Osteuropa, so wie Nikola. Der wohnungslose Bulgare ist Stammgast. Nehmen Sie Platz. Hallo. Ich so viel. Immer husten. Immer machen. Essen machen und dann weg machen, alles. Wie lange ist der Husten? Einen Monat. Einen Monat? Oder zwei Monate. Also es geht so ein bisschen natürlich auch immer so ein bisschen was auszuschließen, ja? Gerade bei den Wohnungslosen muss man gucken, dass man jetzt nicht unbedingt Tuberkulose übersieht. Ja? Da, von daher ist das immer so die Komplikation, wo man denkt, man will natürlich auch keinen mit einer offenen TBC rumlaufen lassen. Von daher horche ich dann auch recht auf jeden Fall ab. Ja? Entwarnung für Nikola. Es ist ein gewöhnlicher Husten in Verbindung mit Asthma. Ich gebe ihm ein bisschen was zum Schleimlösen mit. Okay? Okay, Doktor. Nikola ist nicht versichert und damit fällt er aus dem Gesundheitssystem. Ohne Dr. Feigl hätte er keinen medizinischen Ansprechpartner. Seit März lebt der 40-Jährige auf der Straße. Sein Bett baut er sich aus dem Inhalt eines Altpapiercontainers. Zwei polnische Kollegen immer kommen, da meine Decke immer klar machen. Immer andere Schleif, da. Immer da Schleif, andere Kollegen. Und der klaut die Decke? Ja, immer ich keine Decke. Ich weg da, immer gucken, Kollege immer sprechen, eine Decke bei mir. Immer Kollege geben bei mir, sofort. Ein bisschen Geld verdient Nikola als Tagelöhner auf dem sogenannten Arbeiterstrich gleich um die Ecke. Für eine Wohnung reicht das nicht. So, da immer machen Karton und dann Decke, ich da schleifen da. Hier schleifen. Ist doch sehr kalt im Winter. So viel kalt. Guck, da. Da. Ich sag, ich schreibe da. Wie kalt ist das im Winter? So viel. So viel kalt da. Aber wo machen? Wo trinken? Auch im Gesundheitsamt Nord hält Jens Feigl Sprechstunde. Der Bedarf ist groß. Mehr als 2000 Patienten haben das Angebot des mobilen Dienstes in den letzten Jahren insgesamt genutzt. Viele sind nicht wartezimmerfähig. Ne? Das heißt, viele, die, wenn sie die im Wartezimmer haben, dann gehen ihnen andere stiften. Ja? Wenn sie zum Beispiel jemanden haben, der riecht, ja, dass es, den sie im Wartezimmer haben und dann haben ihre Privatpatienten vielleicht noch daneben sitzen, die werden sich dann schon überlegen, ob sie wiederkommen. Ja. Hallo. Guten Morgen. Guten Morgen. Aus geht's. Kommen Sie rein. Hallo. Hallo. Guten Morgen, Herr Doktor. Nehmen Sie einmal Platz. Ich mache hier einmal kurz fertig. Er hat ein Geschwür im Unterschenkelbereich. Ein Gamaschenulkus. Das, so nennt man das, weil es praktisch wie so ein Strumpf sich ums Bein zieht. Das sieht aber schön aus. Es hat auch vom Geruch schon deutlich besser geworden. Also das ist schon gar kein Vergleich. Auch Patient Andreas ist zurzeit nicht krankenversichert. Seit 1,5 Jahren leidet er bereits an dem Geschwür. Wegen der Wunde will niemand mehr so richtig mit ihm zu tun haben. Wie ist Ihre persönliche Lebenssituation?
schwierig geworden, natürlich dadurch auch, weil das mit Gerüchen einhergeht. Moment bitte. Geht mit Gerüchen einher. Das kann auch zu zwischenmenschlichen Schwierigkeiten, auch beim Wohn- und Mietverhältnissen führen und so weiter, weil die Gerüche kann man nicht eindämmen ganz. Und es entsteht dann zwangsläufig Schwierigkeiten mit anderen Hausbewohnern, für das man nichts kann. Viele wissen nicht, was los ist, empfinden das als Provokation, dabei kann man gar nichts dafür, weil diese Krankheit auch Gerüche mit sich bringt. Die letzte Station des Arztes heute ist ein Trinkertreff zwei Straßen weiter. Eine Schlägerei endete hier vor kurzem mit einer zerbrochenen Bierflasche und einem aufgeschlitzten Ohr. Was war jetzt richtig mit Vollschmackes da drauf, oder was? Ja, ne? Wenn ich hier klopfe, das geht? Ja? Alles gut. Okay. Mir tut nichts weh. Okay. Das ist oberflächlich. Das hier. Das tut viel. Ja. Das tut viel. Ins Krankenhaus möchte der Verletzte nicht. Keinem Arzt vertraut er so wie Dr. Feigl. Für so Leute wie uns muss es solche Leute geben. Das ist ja. Ich weiß nicht, ob der Herr das. Aber der, so. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, aber so selbstlos, das ist perfekt. Erstmal danke. Tschüssi. Bezahlt wird der Arzt von der Stadt. Medikamente werden oft von Apotheken gespendet. Hilfe, die ankommt.